Seit Ende der kleinen Eiszeit schmelzen unsere Alpengletscher dahin. Durch die globale Erwärmung und lokale Faktoren beschleunigt sich die Schmelze in den letzten Jahren rasant. Seit Jahrhunderten nutzt man das wertvolle Schmelzwasser in den Sommermonaten intensiv. Für die Landwirtschaft, die Industrie bis hin zur Energiegewinnung. Doch was passiert, wenn die Gletscher verschwinden? Hier in der Rhone macht die Gletscherschmelze im Sommer bis zu 90% des Wassers aus. Wasser, das hier in der Landwirtschaft gebraucht wird, vor allem im Weinbau. Schon heute macht man sich Gedanken um Lösungen für die Zukunft, für eine Zeit, in der das Wasser knapp wird. Also ein Projekt ist oder ein Ziel von der Bewirtschaftung ist, dass wir das Wasser so lang wie möglich am Berg behalten. Und das zweite Projekt ist, dass wir das Wasser vom Grund in zwei Becken pumpen. Das heißt, wenn im Berg kein Wasser mehr ist, so können wir vom Grund das Wasser in den Becken pumpen und von dort aus dann den Rebberg bewässern.